Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast Nummer 666. Die nächste Schnapszahl ist erreicht. Ja, wir haben ein nächstes Match in unserem Best of 9. My sister was playing. Ja, und wir haben hier in Rot den Zerg, der hier doch ein gutes Stück zu hinten liegt aktuell mit 0 zu 3. Das ist Psystorms Jon Snow. Und dann haben wir in Blau seinen Gegner, den Protoss vom Team Root Gaming. Es ist Puck. Ich sag grad, seine Schwester spielt besser als er. Okay, heute haben wir erfahren, dass Jon Snow eine Schwester hat. Anscheinend. Die wohl die ersten drei Matches für ihn gespielt hat und jetzt spielt er selber. Mal sehen, ob sich dann was ändert. Weil bisher hat er eben drei Maps verloren. Dann muss sich noch ein bisschen was ändern, wenn ich hier was erreichen will. Ja, wir haben hier eine Probe, die stört mal gerade beim Hedge setzen. Ja, wieder geblockt. Schön gemacht hier. Immer so schön am Rande des Gebäudes entlangfahren, damit es nicht gesetzt werden kann. Jetzt hier mal kurz einen Haken gezogen und da kommt die Hedge dann auch. Jon Snow hier mit Hedge First dieses Mal. Kein Pool, kein früher Pool und auch kein Pool First hier. Also nein, es gibt Economy Opening vom Zerg hier. Wir sind auf Interloper als nächste Map. Und Puck, ich bin mir nicht sicher, was er dieses Mal spielen wird. Er hat ja genügend Optionen eigentlich mit DTs, die er gerne spielt. Oracles, dass man spielen kann als Protoss. Ja, die Probe hier noch ein bisschen am Harassen, wird hier gerade auch ein bisschen angeknabbert. Ja, wir werden sehen, in welche Richtung es sich entwickelt. In diesem Sinn. Gut, wie lange dauert das noch bis zum Patch? Ich habe gerade, ich glaube, nächsten kommenden Dienstag. Heißt, zum Erscheinen dieses Videos morgen sollte der nächste Patch kommen, der Free-to-Play-Patch quasi für StarCraft. Ich glaube, dass da auch die neue Balance kommt. Denke ich. Man weiß es noch nicht so genau. Eventuell. Wäre aber ein bisschen dämlich, wenn sie... Oh, süß, wie die Krabbe vor der Probe wegläuft. Die haben Mindestabstand von Einheiten eingerechnet. Ha, süß. Er versucht immer den Mindestabstand zu halten zu anderen Einheiten. Das ist ja niedlich, muss man sagen. Ja, und das heißt, ab Dienstag sollte der neue Patch da sein mit Free-to-Play, StarCraft und eben neuer Balance. Also so denke ich es mir zumindest. Die wollen wohl kaum das eine und das andere zu zwei verschiedenen Zeitpunkten machen. Das wäre relativ dämlich, weil man damit ja eigentlich dann... Man holt sich dann neue Spieler über die Free-to-Play-Geschichte, aber die spielen dann nicht das aktuelle StarCraft, sondern noch das alte StarCraft, das dann in nächster Woche irgendwie wieder ersetzt wird. Das wäre ja ein bisschen arg hohl. Aber wir werden sehen, wie Blizzard das regelt. Auf jeden Fall, es kommt näher. Dementsprechend sollte ich auch mal meine StarCraft-Videos wieder ein bisschen besser in Gang kriegen. Ich möchte ja ein bisschen Leuten beim Verbessern in StarCraft helfen. Ich möchte da ein bisschen was dafür machen. Und einen Moment kurz. So. Da musste man kurz telefonieren. Ja, wir haben einmal den Adapt hier in der Basis drin. Aber wird direkt von der Queen angespuckt. Heißt, kommt gerade nicht wirklich vorwärts. Die Queen wartet schon auf ihn. Aber er hat einen Shade gezündet, heißt er kommt Richtung Natural ohne Probleme, da ist eigentlich die nächste Queen. Und somit der Adept, er hat zwar noch einen Kollegen mit dazu bekommen, aber Queens sind ein bisschen schwierig für Adepts zu kriegen. Und gleich ist noch Linkspeed mit dabei, das heißt die Linke können auch die Adepts besser jagen und die Adepts gehen sie nochmal in die Mainbase tatsächlich. Ja, wird hier tatsächlich durchgezogen, denn die Queen versucht gerade so gut wie möglich zu blocken. Adepts eigentlich schnappen sie bereits Drone Nummer 1 und 2, Drones werden mit draufgezogen, um zu fighten. Jetzt hier dritter Kill, ein vierter Kill wird ja auch noch passieren, aber mehr gibt es hier nicht. Vier Kills für zwei Adepts. Es hält sich in den Resources Lost noch sehr, sehr ähnlich, muss man sagen. Aber es sind eben vier Worker, das heißt, man verliert natürlich das bisschen Income. Bei ungefähr 32 Workern, was Jon Snow hier hatte. Ja. Es ist ein Achtel davon, es ist jetzt nicht... Ja, gut. Es ist okay, ja. Ein Verlust, es ist nicht schön, aber es hätte schlimmer sein können, sagen wir mal so. Ja, wir haben hier Twilight Council und Darkshrine. Puck geht wieder in altbewährtes. Er mag seinen Darkshrine sehr, sehr gerne. Wird auch Nerobo mit dazu haben. Genau. Und baut da entsprechend ein Warprison draus. Heißt DT-Drop, / Archon Drop wieder mal am Start. Und Jon Snow, wie viel hat er davon gescoutet aktuell? Er hat die Robo gesehen. Er hat das Twilight Council gesehen, aber den Darkshrine noch nicht. Ja, Overlord hier ist erstmal abseits. Eventuell wird das noch Drop Overlord. Wir haben eigentlich, glaube ich, noch keine Evolution Chamber. Wenn mich nicht alles täuscht, ne, ist nichts vorhanden. Es gibt zumindest mal hier einen Sporecrawler an der dritten. Das ist mal gar nicht so verkehrt. Einfach ein bisschen natürliche Vorsicht vor Cloaked Units ist nie ganz schlecht. Und die Linge hier, die scouten mal fröhlich hin und her. Das Warprism ist unterwegs. Der Darkshrine ist in wenigen Augenblicken fertig. Die ersten Roaches werden gebaut und auch der erste Overseer kommt hier mit dazu. Pack, ja,
Er wurde natürlich, seine Robe wurde gescoutet, heißt man weiß, es ist irgendwo ein Warprism auf dem Feld. Jon Snow hat sich entsprechend darauf eingestellt und er bereitet sich auch richtig vor auf die Tees. Aber wie gesagt, das können trotzdem Archons werden, das werden auch direkt Archons. Wir haben hier den Archon-Drop, das ist tatsächlich ein etwas Oldschool-BO, den dauerhaften Archon-Drop. Das war eine Zeit lang richtig im Trend, danach hat es eben das Oracle abgelöst, aber Puck bringt das wieder ein bisschen zurück. Er mag seine Archons sehr, sehr gerne. Ja, wird hier mit dem Splash-Damage gerade auch noch einen Creep-Tumor vernichtet, gutes Auge dafür. Und das Operation möchte jetzt hier natürlich die Archons möglichst weit rein in die Drone-Line bringen, damit hier schnell viele Drones sterben. Aber aktuell die Queens spucken schon richtig fleißig auf Operation und hat bereits einige Schilde verloren. Hat nicht so mega viele Hitpoints und jetzt hier die Linge warten bereits in der Mainbase. Aber das sind Archons, dann die Linge nicht wirklich viel zu melden. Roaches kommen mit dazu, aber Roaches sind es auch noch nicht so viel und die klumpen ziemlich krass gegen die Archons. Das heißt, Splash damit geht da ziemlich viel. Immerhin ein Archon ist schon ziemlich low, der zweite wird jetzt hier angespuckt. Beide Archons nehmen jetzt hier doch mehr Schild Damage, nehmen nur wenige Roaches raus. Schönes Splitting hier von Jon Snow. Und somit hier der Archon-Drop erstmal ein bisschen abgewehrt. Hat noch nicht so viel Damage gemacht. Aber natürlich ein bisschen Schaden würden die Archons immer kriegen einfach. Es ist einfach die Natur der Archons mit einem Warprism, der Sorg einfach so früh nicht genügend Anti-Air am Start hat, um das hier alles aufzuhalten. Und jetzt die Schilde des Warprisms haben sich bereits regeneriert. Und das haben wir drüben ein bisschen Beef gerade gehabt mit dem Bling. Aber der wurde auch easy getötet. Und somit hier, das Warprism ist noch immer unterwegs. Und eben die Archons im Warpism regnet natürlich auch ihre Schilde wieder hoch. Das heißt, wenn man lang genug wartet, dann ist der Drop wieder vollkommen einsatzbereit. Die Archons mit ihren 300 Schilden. Da geht ziemlich viel. Immer das Warpism, auf das muss man aufpassen. Das sollte nicht verloren gehen, denn das ist der essentielle Punkt der ganzen Geschichte. Und das hält eben den Zerg auch schön beschäftigt, hält den Zerg hinten. In der Zeit kann sich Puck eben problemlos weiter ausbreiten. Kann da in Ruhe alle Einheiten pumpen, die er möchte. Baut Immortals gerade. Hat hier Upgrades mit am Start mit Blink und plus 1 Attack und macht einen ganzen Haufen neuer Gateways. Das heißt, auch Unit Production wird dann ziemlich bald losgehen. Aber auch Jon Snow hier. Seine Economy ist ordentlich. Sein Roach Count ist vorhanden. Er hat gerade plus 1 in der Forschung. Das Baning Speed Upgrade tatsächlich. Möchte jetzt Jon Snow selber einen Push ansetzen. Aktuell droht er noch, aber Baning Speed ist ein sehr interessantes Upgrade für die ganze Geschichte. Denn er hat nicht wirklich viele Dinge auf dem Feld. Er holt sich auch noch gerade das Hydra Upgrade mit dazu. Hat aber noch keine Hydra. Das heißt, viele Upgrades werden investiert, von denen Jon Snow eigentlich noch gar nicht profitieren kann. Und Puck, der pusht jetzt einfach mal über die Karte. Aber ja, eventuell erwischt ihn die Bändinge und die Hydras dann doch ein bisschen off guard. Gerade Bändinge in Sentries reinkriegen ist richtig schön. Die Sentries sterben da doch ziemlich schnell. Zudem, es sind Ravage diesmal da gegen Forcefields. Und mal sehen, wie gut hier die Fights genommen werden. Jon Snow steht auf jeden Fall bereit. Er hat schicken Ding raus. Er weiß, dass die ganze Protoss-Armee hier vor seiner Haustür steht. Die Queen hier ist komplettes Opfer. Und da geht es jetzt hier rein für den Protoss. Er muss eben vorsichtig sein durch die Engstelle hier. Linge gehen gleich mal drauf. Da kommen einige gute Forcefields. Treffen hier einiges an Sorg-Armee. Und da wird ein gutes Stück an Sorg-Armee rauskommen, ohne dass es fighten kann. Jetzt hier die nächste Welle an Forcefields kommt. Und ja, die Sorg-Armee kann hier einfach nicht vernünftig engagieren. Ist jetzt hier sehr, sehr breit aufgesplittet. Aber auch die Protoss-Armee hier groß hier in Teile aufgeteilt. Die Drones werden mit draufgezogen auf die Mortals. Die Drones werden nach und nach vernichtet. Die Stalker drüben gewinnen auch. Und Jon Snow tatsächlich, er tut sich den Fight noch gar nicht mal erst an. Er hat vielleicht ein bisschen zu viel getaggt, zu viel investiert in Zeug, das ihm nicht direkt für den Fight geholfen hat. Er hatte ein bisschen wenig Ravage, hätte mehr brauchen können gegen die ganzen Forcefields und auch generell gegen die Protoss-Army. Aber ultimativ hier einfach einmal Puck mit dem Archon-Drop den Zerg beschäftigt und danach mit dem Rest an Gateway-Units und der dritten Basis den Zerg dann einfach überrollt. Also Puck stampft hier wirklich durch. Kloppt hier einmal ein weiteres Spiel durch und Jon Snow damit hier liegt 0 zu 4 hinten. Matchball ab der nächsten Map. Kann hier Jon Snow überhaupt noch eine Map gewinnen? Das ist jetzt hier die aktuelle Frage. Ich gebe ihm wenig Chancen, dass er das Ding komplett drehen kann, aber es wäre wenigstens schön, wenn er sich noch eine Map holt. Ansonsten haben wir hier ein Best of 9 mit einem 5 zu 0. Das ist auch ein bisschen schade, muss man sagen. Aber ja, das war Replicast Nummer 666. Und damit bis zum nächsten Mal. Vielleicht schon das letzte Replay vom Best of 9. Wir werden sehen, wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und ciao.